Willkommen zum Halbzeitinterview im heutigen Playoff-Spiel gegen die MLP Academics aus Heidelberg. Ich darf heute einen Spieler bei mir begrüßen, unseren Capitano Kevin Wohlrath. Hallo Kevin. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung stehen wir sicherlich noch extrem unter dem Eindruck der Wahnsinnsbegegnung gegen Bremerhaven 105 zu 102. Gestern Abend der Sieg. Du warst mit 14 Punkten und 7 Rebounds ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieses Sieges. Und es sind für dich auch die ersten Playoffs mit Kirchheim. Das ist korrekt. Wie ist das Gefühl nach diesem Sieg gegen Bremerhaven und wie viel ist es dir auch wert, diese Playoffs mit Kirchheim spielen zu können? Ich glaube, um im Namen der Mannschaft zu sprechen, ist ein Stein vom Herzen gefallen. Wir haben ja beide Spiele in der regulären Saison gegen die beiden verloren. Auch sehr dämlich, würde ich sagen. Und heute haben wir einfach unsere Qualität gezeigt. Und ich glaube, dementsprechend ist natürlich die Freude groß bei uns. Aber man darf jetzt nicht zu groß jubeln, weil es stehen noch mehr Härteprogramme an. Und deswegen müssen wir jetzt weiter vorne gucken. Und für mich besonders natürlich jetzt gerade nach den letzten beiden Jahren, wo wir so kurz davor waren, die Playoffs zu erreichen. Letztes Jahr natürlich durch Corona bedingt abgesagt wurden. Es ist natürlich umso besser, jetzt in den Playoffs zu stehen, jetzt wirklich so da zu sein, erstmal anzukommen, erstmal sagen so, ey, Playoffs erreicht, ein Minimalziel erreicht und jetzt heißt es natürlich, okay, wir wollen das Beste rausholen aus der Mannschaft. Und davon habt ihr gegen Bremerhaven schon sehr viel gezeigt. Hoffen wir natürlich, dass es auch in der Begegnung gegen Heidelberg so ist. Deine 14 Punkte hast du mit 34 Minuten Spielzeit erzielt. Du warst damit der Akteur, der am längsten auf dem Parkett stand gegen Bremerhaven. Stichwort Belastungssteuerung. Wie fühlt man sich nach so einer Begegnung und wie schnell ist man dann auch wieder fokussiert auf die anstehenden Herausforderungen? Ja, natürlich ist man nach so einem Spiel, ich glaube, jeder von uns hat sein Bestes gegeben, das hat man auch gestern gesehen. Das hat gesehen, jeder hat Einsatz gezeigt, jeder wollte natürlich unbedingt diesen Sieg haben. Und ich glaube, klar, es ist kräftezehrend, aber ich glaube, wenn man überlegt, was möglich ist mit dieser Mannschaft, ist es relativ Nebensache. Man sagt, okay, man ist nach dem Spiel kaputt und dann versuchen wir nach dem Spiel direkt natürlich mit Erik, der einen großartigen Job macht, einfach da zu stretchen und uns direkt vorzubereiten. Und dann heißt es eigentlich, okay, man hat zwar gewonnen, freut sich kurz drüber, aber dann heißt es abhaken. Wir müssen das nächste Spiel jetzt vorbereiten. Es kommt der nächste Härtetest. Corona hat uns einen abgewandelten Playoff-Modus beschert. Gruppenphase anstatt Best-of-Three-Series. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, ich finde es ein sehr interessantes Format. Gerade weil jeder kann jeden schlagen. Die Gruppenaufteilungen sind meines Erachtens sehr fair. Auch mit der Platzierung und es gibt jetzt keinen klaren Favoriten, sondern es ist halt wie man sieht, jeder kann jeden schlagen und es macht das Ganze spannend, weil man hat nicht nur ein Spiel jetzt, sondern man hat dann eine Serie fünfmal gegen denselben Gegner, sondern muss sich halt immer wieder neu anpassen. Man hat natürlich einen kürzeren Zeitraum, in dem man diese Spiele hat, aber ich finde es sehr interessant und es halt zeigt eigentlich, okay, welche Mannschaft will es jetzt eigentlich mehr? In unserer Playoff-Gruppe 2 haben die Heidelberger einen Lizenzantrag für die BBL gestellt und auch unsere Kirchheim Knights. Welches Zeichen wird damit an die Mannschaft gesendet? Ich glaube, es ist nochmal eine Motivation für alle, gerade auch dann Teil von dieser Mannschaft zu sein, die eventuell in die Erstliga kommen könnte. Und es ist natürlich auch noch ein Ziel, was jeder anstrebt, der natürlich Basketball spielen will und auch gerade für uns alle, die sehr zielambitioniert sind, heißt es, natürlich nochmal Gas geben, aber das ist nicht unsere Hauptmotivation. Ich glaube, von Anfang an war bei uns die Motivation, dass wir das Beste aus dieser Mannschaft rausholen wollen. Und wenn es dann die Meisterschaft ist oder halt der Aufstieg, umso besser. Aber ich glaube, wir wollen einfach mit uns zufrieden sein, dass wir das Beste gegeben haben. Nach der doch durchaus enttäuschenden Auftaktniederlage gegen Schwenningen, jetzt also dieses Wahnsinnsspiel gegen Bremerhaven, beschreibt eigentlich auch ganz gut, was diese Mannschaft imstande zu leisten ist. Die Konstanz fehlt vielleicht manchmal noch ein bisschen, aber in Ausnahmetagen können sie jeden schlagen. Ich denke, so nach dem Ende der regulären Saison ist vielleicht auch mal Zeit, Fazit zu ziehen. Wie fällt dein Fazit als Kapitän des Knights-Teams 2020-2021 aus? Wie gesagt, du hast es gut auf den Punkt gebracht. Wir haben diese Konstanz, dass wir unser großartiges Spiel, was wir in vielen Spielen präsentiert haben, nicht dauerhaft abrufen konnten. Leider nicht gefunden, noch nicht. Jetzt hoffentlich hat es Klick gemacht bei uns, dass wir es jetzt in den Playoffs abrufen. Ich finde, wir haben dennoch einen guten Job gemacht. Und man muss auch sagen, man hat sich als Mannschaft, wir hatten natürlich viele,
viele Etappen, wo wir auch Verletzungsprobleme hatten, wo es dann nicht lief bei uns, wo dann auch die Trefferquote enorm schlecht war, unsere Defense war nicht richtig abgestimmt war und dann, fand ich, haben wir im Endeffekt das Beste draus gemacht und ich hoffe, wir belohnen es natürlich jetzt noch und diese Mannschaft ist einfach toll. Du siehst halt einfach, jeder lebt für jeden, jeder freut sich für jeden dort. Wir haben einfach starke Persönlichkeiten, die alle gut konstelliert wurden, von Chris natürlich und von Igor. Also da muss man sagen, Hut ab an diese Konstellation und das merkt man auch einfach, dass wir einfach zusammen klicken und also wir machen natürlich auf dem Feld was und nach dem. Spannende Frage zum Abschluss. Wie geht es für dich persönlich weiter nach Ende dieser Saison? Können sich die Nice-Fans auf ein weiteres Jahr bis seit 2018, 2019 in Kirchheim mit dir als Kapitän freuen? Das steht noch offen. Ich fokussiere mich jetzt voll und ganz erstmal auf die Playoffs. Ich will natürlich das Beste erreichen mit uns allen. Und was danach passieren wird, wird man sehen. Es ist ein langer Sommer. Natürlich ist es enorm schön hier zu sein, aber man muss auch schauen, was passiert. Vielen Dank, Kevin. Wir wünschen dir für die zweite Halbzeit gegen Heidelberg ganz viel Wurfglück natürlich. Bleib gesund und alles Gute dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.